ist der Bunker weg. Das ist sehr merkwürdig. Vor allem, wie wollen wir den jetzt angreifen, wenn die keinen Bunker mehr haben? Du hast wohl den Bunker weggebombt. Wenn wir den weggebombt hätten, dann hätten wir ja eigentlich jetzt das alles in den Griff bekommen können oder so. Naja. Besetzen also den Krieg beenden können oder wie auch immer. Naja, vielleicht kannst du Teile von Polen Russland anbieten. So nach dem Motto Ribbentrop-Molotow-Pakt oder sowas. Obwohl, das würde man ja vor dem Krieg machen. So. Bei Superpower 2 muss man bei Demokratische Republik Kongo, wenn man es spielt, sofort pausieren und Sachen ändern. Sonst geht man sofort pleite und man hat verloren. Aber bei Geopolitical Simulator ist es auch schlimm. Ja, das ist wirklich nicht einfach, ein armes Land zu spielen, das stimmt. Warum ist da kein Bunker? Das macht mich fertig. Warum ist da kein Bunker? Das verstehe ich nicht. Na gut, ich lasse mal die Panzer da stehen. Und mit dem Rest klappern wir einfach mal die anderen Sachen an. Nicht anklappern, abklappern. Die ganze Zeit an und abklappern, bis sich das erledigt hat. Das ist merkwürdig. Vielleicht ist es ja auch ein Bug, wer weiß. Es ist ja nicht so, als wäre das jetzt überraschend, dass wir auf einmal einen Bug in diesem Spiel begegnen würden, ne? So. Ja. Na gut, schicken wir erstmal die Leute ein bisschen durch die Gegend. Stimmen wir mal das Armeehauptquartier. Ich hoffe, wir können dagegen ankommen. Gegen das, was sich da drin befindet. Na. So, einfach mal dahin schicken. Die schicken wir mal nach dorthin. Ach, die können da nicht hin. Oder hier vor. Und ja. So nimmt das alles seinen Lauf. So. Dann ist die Bank und das Museum und das nationale Parlament. Das Parlament wäre vielleicht auch interessant, das einzunehmen. So. Das, was zerschlagen worden. Ich müsste mich eigentlich darum kümmern, weil da was zerschlagen worden ist. Einen Moment. Schauen wir da schnell mal rein. So. Moment. Kommt der da nicht rein? Wo ist das Problem, mein lieber Panzer? Nee, vielleicht müssen wir das mit Fußgängern einnehmen. Moment, wir schicken mal die Fußgänger dahin. Kommen die Panzer dagegen an? Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Auf geht's. Schafft die Regierung ab. Ja, wenn das geht, dann gerne. Wenn wir das hinkriegen. Aber nicht unsere eigene, das wäre ungünstig. So, der Panzer schafft es alleine nicht, das einzunehmen. Schade. Dann machen wir das alles mit den Fußgängern hier. Die können auch ins Polizeihauptquartier gehen und ins Parlament und ja, ziemlich viel. Teilen wir die mal auf, dann können wir mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir überall welche hingeschickt haben. Das wird langsam ein bisschen unübersichtlich. Moment, der müsste gleich weg sein, glaube ich, dieser Panzer da. Gut, dann kann der auch dahin gehen, da unten hin. So. Naja, wenn du Italien und Frankreich haben solltest, könntest du ja Russland angreifen. Wenn du an dem Punkt bist, wirst du genug Truppen und notfalls Atomwaffen haben. Das könnte stimmen, ja. Kann ja sein, dass wir auch die Soldaten von den Ländern dann übernehmen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber das kann gut sein. Würde auch ein bisschen Sinn ergeben. Naja, würde zuerst ganz Europa einnehmen. Ja. Genau. Einer meiner Männer. Erstmal die Nachbarn. Einer meiner Männer. So. Nein, ich meine, deine Arbeiter sollen herrschen. Viva la Revolution. Oh nein. Wie ich vorausgesagt. Wir sind doch so eine gute Regierung. Bitte nicht. So. Aber wir können ja neu laden, falls es schief läuft. Ich würde halt nur gern wissen, ob wir das noch hier irgendwie hinkriegen. Ohne, dass wir das machen müssen. Denn es muss doch... Ich verstehe halt nicht, warum der Bunker auf einmal weg ist. Der war doch da. Der war da. Ich habe ihn gesehen. Der kann sich nicht verstecken. Na gut, kann er anscheinend schon. Aber das
finde ich nicht so gut, dass er das macht. Okay. Ja, da sind Fußgänger und alles andere. Und da stirbt wieder einer, den... Na, das können wir aber nicht zulassen. Nein. Moment mal, ist der gerade im Bunker verschwunden? Habe ich es gerade richtig gesehen? Einen Moment mal. Kann das sein, dass wir hier gescheitert sind, gerade da unten? Habe ich das übersehen? Wenn ja, dann tut's mir leid. Warum haben wir das Parlament nicht eingenommen? Müssen wir die reingehen? Müssen die da reingehen? Achso, da drin sind auch Leute. Oh, sogar zu viele. Ich glaube, das wird so nichts. Machen wir es einfach nochmal. Komm. Wir haben jetzt hier ein bisschen Zeit verbraucht, ein bisschen mehr als nötig gewesen wäre. Einer meiner Männer. Ja, warum, was mache ich hier eigentlich noch? Ich würde gerne neu starten. Also, was heißt neu starten? Blödsinn. Ich möchte gerne neu laden, so rum. Neu laden, neu laden, neu laden, neu laden. Brauchen wir nicht speichern. Hier ist nichts Wichtiges passiert. Was es zu speichern lohnt. So. Naja, Russland ist ja bald dein Nachbar. Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Uns trennt nur noch ein Land. Nur noch Weißrussland oder die Ukraine sind zwischen uns. Nee, eigentlich genau genommen sind wir ja schon Nachbarn. Wegen dem Oblast Kaliningrad, also Königsberg ehemals. Das grenzt ja schon an uns. Muss ich noch was auswählen? Nö, das passiert alles schon alleine. Okay. Dauert wohl gerade ein bisschen länger, oder wie? Das Spiel zu verlassen? Das ist aber merkwürdig. Will das Spiel jetzt abstürzen? Nee. Geht alles. Okay. Dann, okay, laden wir den Spielstand nochmal. Das war ja der letzte, soweit ich weiß. So. Tja, hätte man im Bunker das Licht angelassen, würdest du ihn jetzt leichter finden. Damit könntest du recht haben, ja? Bunker sind ziemlich dunkel, weil die keine Fenster haben. Das ist eindeutig ein Konstruktionsfehler. Man sollte Bunker mit schöner Aussicht bauen. Ist viel schöner, wenn man da drin hockt. Hat man wenigstens eine schöne Aussicht. Okay. Und versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, dass jetzt nicht nochmal das gleiche Zeugs passiert wie jetzt vorhin. Das wäre ein bisschen schade, weil ich mir das nicht ganz erklären konnte, was da denn... Wir sind dabei, dass... Genau. Hoppala, passiert es. Okay. Na? Wir sind dabei. Wenn ich klicke, dann sollst du auch da hingehen. Lieber Panzer. Wir du auch. Und dann die Kommandotruppen, die kommen später. Weiter geht's. Machen wir das Ganze nochmal. In der Hoffnung, dass es jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ich weiß ja auch nie, warum es nicht geklappt hat. Keine Ahnung. So, jetzt stehen sie davor. Zielgerade, okay, dann gehen wir in die Zielgerade rein. Oh, wir haben eine Entdeckung. Kybernetische Prothese. Unsere Labors haben eine kybernetische Prothese hergestellt, Herr Bundeskanzler. Die Empfänger der Prothese sind mit den Nervenzellen des Benutzers verbunden und kann sie in Echtzeit steuern. Okay, der Satz ergibt keinen Sinn. Also nicht ganz so viel, wie er ergeben könnte. Mit ein wenig Übung kann der Benutzer seine künstliche Erweiterung perfekt nutzen. Wir sind die Ersten, die diese Entdeckung gemacht haben, was uns einen sicheren wissenschaftlichen Vorsprung gibt. Wünschen Sie es patentieren zu lassen und der ganzen Welt zugänglich zu machen. Ich veröffentliche ja die Sachen ganz gerne. Apropos, da können wir mal reinschauen gerade. Zwar, wir könnten die Atombombe veröffentlichen. Das könnte witzige Ergebnisse bringen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das würde ich machen hier. Das ist was, wovon alle Menschen was haben. Prothesen. Also zumindest alle Menschen, die Prothesen brauchen, haben davon was. Und ansonsten war es das erstmal. Bei der Atombombe wäre ich vorsichtig, die zu veröffentlichen, wenn ich ehrlich bin. So. Wie viele Atomwaffen besitzt du eigentlich schon? Noch keine. Das hat er ja hoffentlich übernommen, oder? Ja, das hat er übernommen. Alles klar. Also noch keine. So, dann schicken wir die schon mal da rein. In die Stadt. Wo ist Prag hin? Ich kann Prag nicht auswählen. Warum kann ich Prag nicht auswählen? Wo ist Prag ist verschwunden. Ach, alle Städte sind verschwunden. Was ist denn jetzt los? Ich kann keine Städte mehr auswählen, oder was? Das Spiel will mich ärgern, oder wie? Ich kann die Stadt nicht mehr auswählen. Hä? 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 Ich
werde mal speichern und das Spiel neu starten. Vielleicht hilft das. Einen Moment. Wir sind gleich wieder da. Ich speichere mal neu. Weil ein Neustart manchmal echt Wunder bewirkt. So. Warte, war gerade nicht aufmerksam. Bist du gerade ernsthaft an Tschechien gescheitert? Ja, weil der Bunker weg war. Ja, mit Gardinen und Blumenmuster drauf. Haha. Bester Staatschef. Oh, Prag ist ja weg. Ja. Und das ohne Atomwaffen, wohlgemerkt. Ohne Atomwaffen ist Prag auf einmal weg. Wie konnte das passieren? Ich habe keine Ahnung. Starte mal eben neu. Ich starte mal eben neu. Ich starte mal eben neu. Wie gesagt, wenn das Spiel ein bisschen schneller wäre, könnten wir das noch ein bisschen schneller über die Bühne kriegen. Lalala. Meine Güte, der braucht ganz schön lange, um die Partie zu beenden. Was gibt's denn da zu berechnen? Da ist er jetzt. Okay, jetzt beende ich mal das Spiel. Jetzt ist es schwarz. Und gleich müsste das Spiel wieder laufen. Ich hoffe, der übernimmt das auch gleich. Dass ich dann nichts irgendwie einstellen muss, damit es weitergeht. Dass der das anzeigt oder so. So. Triplex freut sich anscheinend. Das freut mich, dass du dich freust. Jo. Da sieht man den Ladebildschirm. Sehr faszinierend, nicht wahr? Die Karte ist unaktuell. Ich guck mal hier. Sudan ist noch ein einziges Land. Mittlerweile hat sich das doch schon seit einigen Jahren aufgeteilt in zwei Länder. Aber diese Karte, das Spiel ist von diesem Jahr, ne? Und die Karte, die da angezeigt ist, ist schon 3 Jahre alt oder so. Oder wann war das mit dem Südsudan? Naja, wie auch immer. Wenigstens das Spiel an sich aktuell. So. Oh, alle Städte sind weg, ja? Alle Städte waren weg. Ich bin ein besserer Staatschef. Ja, ups. Ich habe da wohl Großbritannien weggebombt. Kann auch passieren, ja. So. Gehen wir mal wieder ins Spiel. Hoffentlich sind die Städte wieder da. Wenn nicht, wär schade. Denn ich finde eine Welt mit Städten besser als ohne. Sonst wüsste ich nämlich nicht, wo ich wohnen könnte. Und wo ich die Soldaten hinschicken sollte, um Land zu erobern, ganz nebenbei. Bei Revolution gibt es 2 Arten von Menschen. Die Macher und die davon profitieren. Interessant. So, da wären wir wieder. Ich kann zumindest Prag auswählen, oder? Kann ich nicht. Oder kann ich doch? Doch, da war es wieder. Prag ist manchmal wieder da, manchmal nicht. Vielleicht muss ich die auch ein bisschen wegschicken davon und aus der Entfernung irgendwie es nochmal versuchen. Wir sind dabei, das Territorium dieses Landes zu verletzen. Ja, das ist mir bekannt. Ich würde gerne in Prag reingehen. Da kann man es besser erobern. Wenigstens hast du nicht deine eigene Stadt genuked. Hust. Ja. Es gibt manche Leute, die machen sowas. So. Ich bin da mal auf BB. Okay, tschüss. Und danke fürs dabei sein. Wir sind dabei, das Territorium. Und ich hoffe, dass ich hier Prag mal wieder finde. Okay, da ist es. Ich müsste das doch auswählen können, oder? Da ist es doch. Wir sind dabei, diese. Bin ich so blöd oder tue ich nur so? Es hätte vorhin bestimmt auch funktioniert, wenn ich die Leute einfach mal ein bisschen weiter weg geschickt hätte. Naja, gut. Wie auch immer. Teilweise Zerschlagung, das ist schön und gut. So. Da war was frei geworden, das haben wir jetzt gemacht. So, und dann geht's hoffentlich mal diesmal ein bisschen besser hier weiter in Prag. Und dann können wir bei der Gelegenheit gleich noch die Kommandotruppen aus Dresden holen. Auf geht's nach Prag. Wir sind dabei, dieses Land. Genau. Ich würde so etwas wie machen. Nö. So. Auf keinen Fall. Bloß nicht. Warum sollte man auch seine eigenen Städte kaputt nuken? Kein Mensch bei Verstand würde so etwas tun. Würde ich mal behaupten. Ja, das habe ich mal. Ja, war etwas dumm. Kann ich verstehen, ja? Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit.
und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen, dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.